Hallo, herzlich willkommen zurück zum trotteligen, ja, Ehepärchen. Nein, natürlich noch nicht, aber ich werde sie auch nicht heiraten. Ja, wir sind einfach trottelig. Wir haben ja einen Feueratronach gehabt und der ist tausendmal stärker als wir. Wir sind natürlich zwei Schwächlinge, aber wir haben es ja auch so unnötig schwer gemacht, wie es geht. Und wir werden es noch schwer machen. Aber ja, ich heiße euch herzlich willkommen zurück. Wir müssen gleich nochmals beschwören dann. Jo, ich habe ein bisschen Pause machen müssen. Ich war einfach nicht gerade so aktiv. Und genau, doch, jetzt geht's wieder. Gut. Schön. Ja, Skyrim war einfach noch nicht so der Hit bis jetzt. Ich muss mich noch ein bisschen mehr anstrengen. Denke ich mal, oder ja. Oh, sie ist aber. Nein, die Wölfe sind so schwach. Habe ich das ein bisschen. Oh. Einfacher? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, jo. Ich gebe mir Mühe, es schwer zu haben. Vielleicht muss ich aber noch kurz etwas in meinen Gedanken schauen, jo. Es muss ja Spaß machen. Nee, das ist für mich völlig normal. Okay. Ich bin ja gut. Also ich habe ja Atronachen. Also. Der ein bisschen blöd ist. Okay. Immer wieder schön, Atronachen. Wie geht's schon wieder das mit den Händen da? Ihr braucht etwas nach Einsamkeit finden. Warum gehen wir Lässt dich mich nicht, Bauer. Ich habe eine lange Reise hinter mir und für diese Geschenke zu viel Geld bezahlt, um zu spät zu Vittorias Hochzeit zu kommen. Wo ist das? Nein, das meine ich. Gerne, wenn wir es bis dorthin schaffen. Okay, viel Spaß bis dann. Hey, also danach nicht immer abhauen. Jetzt werde ich sicher überrascht. Ah, da ist der Weg. Da ist ja der Weg. Ja. Also wir werden sicher sehr tolle Sachen erleben, aber jetzt gerade habe ich nicht so das Gefühl, passiert hier viel. Es kommt aber bald eine Stadt. Ich muss vielleicht nochmals auf die Karte schauen, wann. Aber jo, eigentlich sollte hier Einsamkeit kommen, laut Straßenschilder. Aha. Aber Wölfe jagen geht ja gut. Ah, ich muss einfach das ein bisschen näher zu uns. Okay. Hat leider nicht so eine Reichweite scheinbar. Hallo. Ich bin ja ein Beschwörer. Ich beschwöre nur den Adronach und der schießt nach den Möwen. Und sie kämpft auch ein bisschen. Aber so werden wir nicht so schnell. Ich glaube, ich mache das ein bisschen anders. Wo ist der dritte Wolf? Dritter Wolf. Es waren drei Wölfe, ich weiß. Wo ist der dritte Wolf? Ich sehe nicht mal die Dinge hier in dem Gebüsch. In den Tannen. Hallo. Hey? Bin ich blöd, blind oder beides? Ich bin alles. Ich bin Drago, der Allmächtige. Für negative Dinge. Also ich weiß jetzt nicht, wieso. Hä? Einer hatte. Ich meine. Da. Da ist er. So, wunderbar. Was ist denn das hier? Ich hätte gerne mehr Informationen. Was bist du? Ich muss mal Karte schauen. Wir sind hier und hier ist nichts angezeichnet. Mortal, ein Dorf. Okay. Ah, da oben ist. Okay, steht nicht richtiges. Ist eine halb englische Karte. Halle der Wachsamkeit. Wollen wir dort mal hin? Wir wollten ja nach Weißlauf gehen. Ja, da habe ich noch irgendwelche Informationen, dass dort irgendwie etwas für Druiden gab. Wir wollten eigentlich da hoch auch kommen. Also wir müssen unbedingt in die Akademie wieder. Wir müssen wieder nach Windhelm. Genau, nach, so nach Rabenfest gehen. Und nach Solstheim, genau. Dort wollen wir hin, um eine andere oder ein anderer noch zu holen. Der 500 wollte von uns haben. Weil der scheint sehr mächtig zu sein. Das ist so eine typische, komische Assassine oder Kopfgeldjäger, den brauche ich. Das ist wahrscheinlich ein Eher gewesen. Genau, und sonst habe ich einfach Lust, irgendwie wild herumzureisen.
Sachen zu entdecken. Oh, hey. Nein, nicht dein Ernst. Diesen Scheiß, den ich immer aufkratze. Wir hätten Anteeling, aber Felsenhax ist ja einfach nur eine Fieberkrankheit. Also, ja, weniger schlimm als Fieber. So, wir brauchen ja, also hier haben wir genau den Punkt gesetzt. Meine Gedanken sind im Weltraum, Galaxie. Schwieriger. Hat genauso viel schwarze Materie wie mein Gehirn. Und sonst nichts. Nicht viel Sterne. Ich bin kein Drei-Sterne-Koch oder so. Ja, danke schön, aber ey, lasst mich in Ruhe. Wo sind? What the fuck ist denn das gewesen? Mir ist gar nichts passiert, okay. Mir ist ja gar nichts passiert, komm, rennen wir einfach durch. Ich wollte schon lange eigentlich so das machen. Also Balancing ist kein Stück vorhanden. Ich weiß nicht, sind wahrscheinlich Mods, aber gut. Ich will ja Rollen spielen, also ich sollte so Sachen auch nicht sagen. Aber meine Güte, sind die Zauber langsam und die... Ich weiß nicht, wo die waren, die Begleiter. Beide waren einfach spurlos verschwunden. Der Magier war nicht mal stark, aber seine Beschwörung so, weiß es nicht wie viel. 100.000 Schaden. Wie viel Leben habe ich? Wie viel Leben steht das? Wo steht das eigentlich? Das sollte eigentlich irgendwo hier unten stehen, ne? Ja gut, das Spiel hat ja schon immer Balancing-Probleme da unten. 120 Leben mit einem Hit. Ein bisschen weniger als ein Hit. Also, ja, sie haben ein bisschen dort gewesen. Kann ich nicht verstehen. Also das ist jetzt einfach, weil wir so Low-Level sind, gehe ich jetzt nicht in Dungeons und so, weil ein Mod das unglaublich schwer macht, aber ich weiß nicht welchen. Also gut, fertig mit dem Scheiß geplappert. Wir machen Rundspiel. Ey, müssen so viele Monster auch aufkommen? Sie ist halt Bogenschützen, also sie sollte eigentlich in den Nahkampf gehen. Muss eher den Bogen wegnehmen. Wo denn? Also übersichtlich ist das Spiel jetzt auch nicht. Einfach, wenn du so Ewigkeiten spielst, hast du irgendwie das Gefühl, du kennst das Spiel nicht. Hey, bin ich da. Sie lässt sich nicht reden, weil sie im Kampf ist, deshalb. Ja, also kämpft. Da hinten ist dann der rote Punkt. Da. Jetzt haben wir viel mehr Probleme wegen den Wölfen, weil sie so ein bisschen getrennt waren. Nicht so schlimm, aber ein bisschen stören. Jetzt gehen wir auch hier hinten durch. Ah, der Wolf hat hier noch einen Hasen erlebt. Wir gehen jetzt hier hinten durch und überraschen sie dann wieder von hinten irgendwie. Die werden uns sofort wieder entdecken. Also der Magier und ich weiß nicht, was noch dabei war. Einfach noch den Wolf. So. Also ich wette, das ist der Magiemod, der die Beschwörung so unglaublich mächtig macht. Weil der Mod denkt, ja, es würde nicht gut skalieren im normalen Spiel. Ja, ja. Aha. Mit denen muss ich ja gar nicht kämpfen. Hm. Gut, das sind die guten Leute. Werft einen Blick darauf. Wo? Ah, jetzt, okay. Und seid ihr immer noch so rechtsradikal? Radikal. Das Projekt kommt halt gut an. Das ist übrigens das Pokémon, also das Pixelmon Minecraft-Projekt. Ein Pokémon heißt Radikal. Ich will unbedingt. Die will ich stehlen. Schmackpferde. Und fremde Pferde. Hm, das vermisst niemand. Dankeschön. Ich wollte so viel erleben, aber das Spiel sagt so, nö. Kämpft wacker oder sterbt. Ich bin noch zu schwer.
Ich muss vielleicht doch nicht auf Experte spielen, stimmt. Ja. Also, wo war das jetzt? Ich gehe ein bisschen weiter weg, weil hier einfach der Berg ist, okay. Ich muss da um den Berg mal kommen. Also, der Adronach ist wahrscheinlich... Doch, der ist schon... Ja, der geht jetzt gerade weg. Voll diese Zufälle heute. Also, Autospeichern, also Schnellspeichern, ne? Und, ich bin ein bisschen schusselig, weil ich will das Spiel eigentlich so ein bisschen eher Action geladen spielen, interessant spielen. Nur das Spiel sagt so, nee, also Drago, macht den Leuten ja nicht Spaß, dass sie Spaß haben zuzuschauen. Also, ich mache dir das Spiel so nervig wie möglich, dass sie so wenig Spaß haben wie möglich. Ich bin einfach ein Spiel, das nicht gerade so lange dran gearbeitet wurde. Nicht so viele Patches kamen, nicht so viele DLC. Ja, 3 Stück ist schon viel, aber eher andere Sachen dazu kamen. Aber mal Bugfixing, Balancing oder ich weiß es nicht, aber das Internet hat, glaube ich, Skyrim als buglastigstes Spiel auserwählt. Es gibt so viele Sachen, die das Spiel einfach nicht in Ordnung macht. Und trotzdem ist es so gigantisch gut. Ich weiß es nicht. Wieso müssen gute Spiele eigentlich immer so runtergemacht werden? Ich bin eben nicht so. Also ich merke die Bugs. Aber Bugs sind für mich nicht schlimm. Also sie sind im Game Breaking. Und in Skyrim sind sie doch auch ein bisschen... Wieso habe ich so viele Probleme ohne die 2 Begleiter? Ist doch gemein. Also, ich rede gerne über Bugs, weil ich bin einer der... Okay, noch ein Beschwörer. Ich bin einer, der Bugs halt schon im Blickwinkel hat. Ich weiß, wieso sie passieren. Ich weiß ungefähr die Scripts, die falsch laufen im Hintergrund. Ich kenne es einfach, weil ich immer MMORPGs, also Free-to-Play-MMORPGs. Ich habe auch World of Warcraft vorgetestet und alles gebugfixt. Also ja, ich konnte ja natürlich nicht viele Bugfixes wirklich erzwingen oder so. Aber ich bin einfach einer gewesen. Hier sind Augenbrauen. Ich bin einfach so einer gewesen, der wirklich sehr lange so für Beta-Testing zuständig war. Und ich kenne mich damit aus, also kann ich auch ein bisschen mehr darüber erzählen. Ja, es ist natürlich nicht immer so positiv für die Leute zum Zuhören, aber vielleicht lernen sie etwas davon, dass sie sich auch gar nicht mal so schlimm empfinden, wenn sie mal Bugs sehen. Man kann halt die Entwickler nicht sofort überzeugen, es zu machen. Entwickler sind meistens genau die, die es am wenigsten machen, weil die Fans wollen es. Aber Fans werden zum Mordern, dann machen sie es auch nicht, weil sie denken, sie können ihr Geld verdienen. Und heutzutage kosten Mods auch etwas meistens. Ich verstehe das nicht, was das mit diesem Ding los ist, mit diesem, ja, Game Store da. Wie heißt das überhaupt? Ja, MCM. Ich verstehe nicht, wie dieses... Tester für diese Mods noch etwas verlangt dann. Weil sie sind halt meistens bugverseucht. Noch. Aber die Entwickler wollen es nicht. Und die Spieler dürfen nicht mithelfen. Das ist halt meistens der Grund. Ja, und ich möchte eigentlich mehr Rollenspiel machen, sorry. Grüße. Ich habe noch etwas in den Händen. Das nennt man Magie. Hast du Magie gern? Kurz. Redet er irgendwie? Sagt eure eitlen Zaubertricks einfach woanders. Ja, sie reden wirklich drüber. Ich kann es kaum erwarten, noch einen von Ulfrechs Jungs zu töten. Ey, ihr habt ganz in der Nähe ein Sturmmantel-Lager. Bist du blöd? Wache, sind sie blöd? Zeigen sie mal ihr Gesicht. Das sind so wie diese Londoner Wachen da. Oh. Ich hätte nicht damit gerechnet, einmal an einem solchen Ort zu landen. Aber hier gibt es gutes Geld. Okay, gehört euch die Mine? Nein. Und ihr braucht gar nicht erst zu fragen. Sie steht nicht zum... Mein Gott, ich will doch das nicht kaufen. Ich hatte nicht gefragt.
Ich sichere ja bloß Breelings Investitionen. Ihr gehört das alles, auch wenn wir diejenigen sind, die die ganze Arbeit erledigen. Sie hat uns schon mal wegen versäumter Lieferungen zusammengestaucht und wird es wohl wieder tun, weil wir spät dran sind. Ich glaube, du bist ein Schwächling, gell? Von einer Frau kann ich irgendwie behilflich sein. Soll ich das schon mal machen? Ich mache eben, ich fange die Mods, die Quest ist einfach gar noch nicht so an. Weil zuerst muss ich mal überleben, ey. Gott, oh Gott. Das Spiel zwingt uns wieder so zu einem taktischen Verhalten. Jo, ich möchte ja mitkämpfen. Es geht um die es geht um die Versprecher, die ich gerade habe, weil das Spiel mich wieder so mitnimmt. Es geht um die Lebenspunkte. Sorry, hey, meine Güte. Gottchen, bedrohen mich einfach. Also, es geht um die Lebenspunkte, die die Gegner haben, die sind zu wenig. Und dafür habe ich auch zu wenig, weil die Zauber von den Gegnern auch nicht skalieren ans Level. Und die Gegner sind ungefähr Level 10 oder Level 20 und das macht schon einen mega Unterschied. Sie hätten lieber die Level jetzt nicht so mega mächtig unterschiedlich skalieren sollen. Weil Mods machen das völlig dann auch wieder durcheinander, weil sie die Werte auch wieder anpassen an irgendwie ein Level. Und das ist natürlich meistens bei Modern noch größer. Und das finde ich einfach gemein. Dass ein Spiel durch Mods einfach weniger spielbar wird. Weil ich liebe Mods. Ich möchte die Mods auch wirklich genießen können. Und die Mods müssen immer viel schwieriger sein als die Spiele. Aber ja, okay. Ich spiele trotzdem und leide dann einfach mit. Fertig. Aber können nicht Motor doch ein bisschen besser arbeiten als... Soll ich euch mitnehmen? Bist du der von Myrta? Ist das so nah jetzt? Ja, okay. Das ist aber schon ein bisschen weit weg, ne? Jo, es lässt sich nicht mich so ein bisschen Rollenspiel machen, wenn ich ständig irgendwie in Bedrohung bin. Ohne sie. So, die haben auch irgendwie ein Problem dort, muss man lösen. Ich bin ja der Held, der alles kann, der nicht schusselig ist und nicht irgendwie mega nichts zu tun hat. Können Dragonborn sein. Vielleicht werden wir halt. Also wir sind einfach ein bisschen so nicht. Sie wird sich um euch alle kümmern. Geht bitte wieder an eure Arbeit. Wir brauchen keine Zauberer in unserer Mitte. Murtal hat. Ich tue mal kurz einfach was reden noch schauen. Nein, das ist alles Falsche. Das da. Das ist immer so das Problem. Man hat so viele Auswahlmöglichkeiten und trotzdem. Ich glaube, Musik ist immer ein bisschen leiser. Ich hoffe einfach. So schon genug Probleme. Ach, sinnlos. Dann machen wir mal weiter. Okay, ist jetzt nicht gerade so viel gewesen oder ich bin einfach zu spät gekommen. Aber es geht um eine Quest, dass da ein Haus kaputt ging. Das habe ich nämlich durch ein zufälliges Video von einem tollen deutschen Videomacher, Amemos, gehört, dass das eine besondere Quest ist. Aber ich bin kein Kaiserlicher. Ich kann die Quest leider euch nicht so zeigen. Also ich mache sie einfach nochmal mit einem Kaiserlicher. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das gerne auch bei Amemos schauen. Aber ich möchte jetzt eben eher etwas in Myrtal. Murtal ist nicht gerade ein sicherer Ort. Kurz handeln. Ich hab doch genug Geld, oder? Seht ihr irgendwo einen Laden? Vielleicht dort hinten ist nicht teuer, ne? Nein, das ist die teuer, ne? Nicht, was das heißt. Was? Kass? Gasthaus Moorblick, okay. Das ist die Taverne. Da machen wir eben, wenn wir im Würtel auch mehr machen, die Hinweise zu holen. Oh, du hast eine schöne
Ich lieb blau. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Ja, wollen wir ein bisschen Geld für dich? Ihr nicht, gell? Ich aber. Das ist nämlich langweilig. Lieber irgendwas verkaufen, gut. Wo ist der Schmied? Was ist denn für Zeit? Es ist 5 Uhr abends, der Schmied ist wahrscheinlich hoffentlich noch. Ich bin der beste Krieger in Murtal. Und das ist keine Prahlerei. Ja, ich will nicht gegen dich kämpfen. Also gut. Ich habe schon noch Probleme im Nahkampf. Ist aber wach. Wieso habt ihr eine Schmiede? Das ist ja cool. Aber ich möchte so gerne etwas aus Weißlauf holen, aber einfach das Spiel sagt, nee, geh noch nicht nach mehr, nach Einsamkeit. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist weil du dann nicht skalierst, also die Waffen skalieren sind. Aber es gibt eine einzigartige Waffe, auch erfahren von Amemos. Und ja, der hat einfach das Spiel, der hat so viele Informationen, da schaue ich gerne eben zu. Er ist aber mehr irgendwie, also ich schaue meistens ein Video, dann geht er mir ein bisschen auf den Keks. Also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der wirklich jemanden nicht schaut, wenn er mir auf den Keks geht. Was? Auf den Nerv geht, aber er hat irgendwie dieses Erzählerische, dieses Mythische. So. Ich kann ihn einfach nicht so aushalten, jetzt mehrmals als einmal zu schauen. Und schaue dann immer wieder einfach ein Video. Ist das jetzt eigentlich der... Ja, wow. Okay, ich hab ihn einfach da. Das ist ein Taumat. Das ist doch kein Laden. Oh, bitte kommt doch herein. Hoffentlich habe ich, was ihr braucht. Was machst du? Taumaturge muss irgendwas mit Magie, mit Tränken sein. Wenn ihr alchemistisches Zubehör benötigt, werde ich mein Bestes geben, um euch welches zu besorgen. Vorausgesetzt, ich habe noch nicht alles aufgebraucht. Also es ist eine Alchemistin, okay. Habt ihr Schwierigkeiten, da draußen Vorräte zu bekommen? Nö, mache ich einfach. Werft einen Blick darauf. Heute mache ich irgendwie gar nicht so viel. Weil ich einfach Angst. Nein, ich habe nicht Angst, aber. Wie soll ich sagen? Ich möchte so langsam wirklich vorwärts kommen mit dem Game. Ich möchte zuerst mal etwas erleben. Also zuerst mal ein bisschen leveln. Dann etwas mehr erleben noch. Und dann möchte ich die coolen Sachen jetzt. Und hier in Murtal gibt es einfach viel zu viele coole Sachen. Ich traue mich noch nicht so zu sehr. Also wir gehen nochmals kurz zu diesen Gebäuden, aber da war ja nichts. Ist Murtal so wenig? Hä? Das sind einfach Dorfbewohner? Ist Murtal so klein? Das ist ja wirklich winzig. Ja. Wieso sind die Dörfer so klein und die Städte so gewaltig? Ist dieses Haus dort noch? Ich bin mit Murtal einfach überfordert. Ich bin ja auch noch neu. Ich kenne die Stadt echt nicht mehr. Also das Dorf. Sieht man. Ihr braucht etwas? Ich bin bloß ein armer Mann, der versucht, sich durchzuschlagen. Ihr braucht etwas? Okay, wenigstens ein Händler, der... Ich könnte. Nein? Hm? Ja, jetzt. Werft einen Blick darauf. Das Spiel macht einfach Boom in meinem Kopf. Ja, endlich Krankheit heilen. Ich glaube, ich habe das noch nicht im Kopf. Ah, es ist Zauber, das können wir selber herausfinden, das können wir nicht. Wieso gibt's das? Was ist das für ein... Blick darauf. Okay, nächsten Untoten. Ah, danach sind keine Untoten? Okay. Ja, jetzt gehen wir... Wo ist die Straße? Im Süden. Wir gehen jetzt einfach noch ein bisschen durch eine Stadt, die ich kenne. Also ein Dorf, ich sage immer Stadt. Ja, die anderen sind Metropol. genau, es war jetzt auch nicht im verbrannten Haus irgendwo ein Hinweis oder so. Ich weiß aber, wie die Quest geht. Das hat mir eben dieser Mann gespoilert. Die Quest machen wir aber dann gerne dann mit Level 40 und so. Ich hoffe, wir leveln recht schnell noch. Wir müssen so Banditenlager halt mal ein bisschen ausreichen und eben nicht reingehen. Das Spiel wurde einfach irgendwie falsch designt.
Man tut immer einmal es betreten auf Level 1 und dann ist das der Dungeon die ganze Zeit auf Level 1. Das ist so böse, dass ich das einfach nicht mehr mache. Es ist gemein für mich. Ach, halt einfach... Jo, dass man Quests auch nicht wiederholen könnte, weil es einfach realistischer ist. Oder wenn ein Mensch stirbt, dann ist er für immer tot. Oder wenn man einen Mensch umbringt oder so. Es ist da... Jo, doch nicht gerade das Spiel für mich. Ich bin eher Gothic-Spieler. Und Gothic kannst du halt für mich ständig wieder anfangen. Das ist ja nicht groß. Wo ist hier die Spinne? Ja, es gibt einfach... Wir sind zu viele Probleme, aber das Spiel willst du ja trotzdem machen und genießen. Boah, wie weit die weggesnipert wurde. Wurde die weggeschleudert noch? Krass. Man sucht immer Gegner. Wieso sind Gegner nicht oben sichtbar, wenn sie tot sind? Man sucht sie einfach ständig. Und immer, weil ich so Tiermods habe, sind alle tot. Alle Tiere. Einfach irgendwie tot. Ja, eben die Dinger sind nicht. Die HP sind nicht skaliert. Es macht keinen Sinn, irgendwelche Gegner so stark zu machen und Tiere oder so nicht stark. Ja gut. Ich erkenne die Fehler, aber ich tue ein Spiel nicht so spielen, als würde es mein Leben sein, sondern ich. Ich kann mit vielen negativen Sachen umgehen. Das sind so geil, die Roadrunner. Das sind Roadrunner. Was sind das eigentlich? Steppenläufer, wie die heißen? Es sind nicht Wegeläufer in Deutsch. Aber sie haben einen Namen, aber sie sind halt eher so in Texas. Und Mexiko und so. Was bist denn du für ein Nerd? Okay, also wirklich, du kannst kein Rollenspiel spielen in Skyrim. Du bist so oft abgelenkt. Jetzt gibt's Tod und Morde. Nein, es gibt nicht Morde. Es gibt einfach Tote, die durch Tote sind. Ich habe zu wenig Mana. Ich kann nicht mithelfen. Schon wieder. Ich glaube, ich bin Totenbeschwörer, weil es überall Totenbeschwörer gibt. Ist schon cool. Kommt. Okay, nochmals etwas zu nörgeln. Die KI ist grottig. Mein Güte, das ist eines der geilsten Rollenspiele und ich muss immer nörgeln, weil das Spiel mir einfach zeigt, es macht es falsch. Was ist das Spiel so beliebt? Bist du blöd oder noch blöder? Was machst du? Ja, endlich. Meine Güte. Okay, jetzt muss ich... Jetzt sterbe ich dann gleich, müsste ich schon... Töte mich wieder mit einem Schlag. Nö. Ich bin gerne ein Rollenspieler, der immer spielt. Ich kann das. Wie kann ich jetzt mal... Haben wir überhaupt eine Mana-Regeneration in diesem Spiel? Kommt nicht vor. Ach ja. Also, ich finde, Gothic ist leicht. Okay, die Items finden auch nicht. Aber schwer gemacht. Und Skyrim ist schwer designt und leicht gemacht. Ich verstehe nicht, was das jetzt genau für ein Grund ist. Hä? Bist du schwach? Ja, sehr schwach. Okay, gut. Wo haben wir denn noch Gegner? Also ihr seht es, oder? Es gibt nicht so viele Aufrufe mehr. Und muss das sein, dass ich den nicht beschwören kann? Und es ist nicht gut, eben, ja. Es ist nicht mehr gut balanciert. Es war nie gut balanciert. Am Anfang. Später, ja, man hat natürlich immer noch Probleme mit Gegnern. Dann im Endgame. Aber immerhin ist man nicht so chancenlos.
Aber das ist ja eigentlich auch nicht so unbedingt des Modders schuldig, des Spieles schuldig, sondern des Modders schuldig. Oder der Modders schuldig. Und wenn du gute Mods einfach haben willst, dann hast du das drin. Also was musst du machen? Direkt die Hauptstory durchspielen, weil die leicht ist. Also sie ist mir immer leicht vorgekommen. Natürlich gibt es schon Gegner, die schwer sind. Hey. Unglaublich stark. Hey. Unglaublich stark die Gegner. Auf so niedrigem Level. Ich glaube, ich bin tot. Ich habe kein Leben mehr. Die Gegner sind viel schneller. Ich kann nicht irgendwie denen entwischen oder so. Mein Mana regeneriert nicht, mein Leben regeneriert nicht, ich habe keine Tränke, ich habe nichts. KI findet mich ständig, weil sie mich hört. Es ist unglaublich nervig. Also so ein Spiel würde ich nicht empfehlen. Es ist einfach, jo, man spielt es halt einfach, weil man nicht so Ansprüche hat und ich habe irgendwie die anderen Ansprüche. Ich spiele anders als die anderen Spieler. Ich erlebe die Sachen nicht, was mir vor die Hände gehalten wird. Ich tue eine Story selber machen und du bist so eingeschränkt, weil du eine andere Story bist. Dankeschön, Spiel. Du bist echt nett. Also die Spieldesigner sind echt nett. Wow, wie lange die jetzt nach mir gesucht oder mich gehört hat oder so. Also, wir können jetzt gegen sie kämpfen. Und sie kommt noch. Die muss doch hier noch sein, oder? Also, es ist irgendwie Arbeit. Es ist kein Spiel, weil du, ja, deine Abenteuer aussuchst. Weil das Spiel sagt, du musst jetzt gerade die Hauptstory machen oder eines der Gilden, damit du überhaupt genug stark bist und dann machst du die Nebenaufgaben. Und ich mache die Nebenaufgaben und ich reise umher. Dankeschön, liebes Spiel. Bist sehr nett. Also so kommt es mir einfach vor. Also ihr dürft gerne mal sagen, wieso das so ist, aber ich denke schon, dass es so ist, weil es halt einfach nicht will, dass man anders spielt. Man spielt das Spiel nicht so, also hat man es schwer. Oder, ja, genau, alle Spieler tun irgendwelche Berufe machen, wo sie elendlange Langeweile haben, damit sie genug stark sind, dass sie verzaubern können, dass sie, jo, und dann sammeln sie nur die Rohstoffe aus den Minen, die gehen direkt auf Level 1 in die Mine und holen die Rohstoffe. Also ist das Spiel einfach nicht für einen gemacht, der gerne, ja, Abenteuer erlebt direkt und, ja, einfach die Hauptstory nur macht. Was jetzt alle getötet hier? Was sind denn alle noch? Also die KI ist schon sehr seltsam. Es ist nicht negativ gemeint, es ist eher einfach anders gemeint. Es ist, oh. Ich habe noch einen Kopf, ey. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch machen soll. Was soll mich langweilen? Hier? Weil ich einfach nichts finde mehr. Ich möchte gerne den Loot aber haben. Da. Ein Eisenschild. Ja. Nimmst du mal den Bogen? Und du hast sicher einen besseren Bogen, ne? Ich bin direkt hinter euch. Nein, ich nehme jetzt ihr den Bogen weg. Sie hat ja vorher gekämpft, konnte ich auch nicht. Na, das was hier? Soll ich nehmen? Weil sie schießt nur mit dem Bogen. Sie hat so viele Bögen. Die schießt nur noch mit dem Bogen die ganze Zeit. Und ich sehe es dann nicht, wo die Gegner sind. Es gibt immer einzigartige Sachen im Spiel. Ich möchte sie gerne ein bisschen sammeln können. Wir haben ein bisschen andere Pläne als die meisten Let's Player und Livestreamer. Also, einfach nicht wundern, wenn es euch... Also, sagt mir einfach, was ihr euch... Also, was ihr langweilig findet und ich tue es ziemlich vermeiden. Aber ich möchte das Spiel nicht einfach durchspielen. Das ist... Also, skalieren lasse ich. Ich möchte es schwer haben im Endgame. Ich möchte noch Lust haben, die Dungeons zu wiederholen. Ich möchte die Gegner auf meinem Level, also glaube ich maximum Level 40 haben.
Und dann haben wir auch immer wieder guten Loot drin. Weil es gibt eben ein paar Mods, die ich drin habe, die das wirklich, das Endgame und das Rundspiel mega fördern. Wir können Familie haben, wir können ja immer wieder Leute antreffen und so. Das müssen wir schon schätzen. Also ich habe die Mods installiert, damit ihr mehr Spaß und länger Spaß habt mit dem Projekt. Und ich möchte ja nicht einfach die Spiele durchspielen, weil es einfach zu wenig ist. Das ist, ihr erlebt ja dann nicht alles. Also ihr erlebt vor allem die Sachen, die wirklich ein Spiel auch sehr toll machen, dann nicht. Also ich weiß es nicht, wie oft ihr schaut ein Let's Play, wo jemand durchrusht. Aber durch das Rushen geht so viel verloren. Die Interesse. Hallo? Ist aber ganz dunkel, habe ich fast nicht gesehen. Nur den Mann oben gesehen, der tot ist, oder was? Was ist falsch? Ich kann es nicht gut erklären. Was ist einfach los, Junge? Du möchtest mit mir kommen? Ja, weil er tot ist, oder? Sieht so aus. Come on, also. Ja, komm mit. Folge mir. Und du wirst. Okay, einfach ein Hund? Ich habe kein Heim. Okay, wir können maximal 10 Hunde mitnehmen. Wieso soll ich 10 Hunde mitnehmen? Ja, okay, kommen wir mal in der Hundefamilie nach. Das wäre geil, wenn man die Kinder auch mitnehmen könnte dann. Oder auch die Adoptierten. Nun, nach all den Jahren, die ich schon in diesen Wäldern lebe, sieht es aus, als wäre die Felsenhaxe schließlich mein Ende. Damit kann ich mich abfinden. Alle meine Freunde sind schon lange tot. Nur der arme Miko ist mir noch geblieben. Er war mir stets ein treuer Begleiter und ich weiß, er wird für sich selbst sorgen können. Ich hoffe, ihn eines Tages wiederzusehen. Jo, das denke ich. Also das. Daran glaube ich auch, dass ich meine Freunde wiederfinde. Im Jenseits. Sovngarde. Gut, dir lasse ich mal alles. Ja? Das ist ein hässlicher Hut übrigens. Okay, Knoblauch und Kürbis, genau. Nehme ich mit. Und. Also, ich darf mir doch das leihen, du bist ja tot. Oder hast du etwas dagegen, dass ich. Hast du etwas dagegen mit deinen leuchtenden Augen? Hä? Sie sind immer so ruhig. Sie lassen sich nicht von mir irgendwie. Oh, ich will wieder ein Schiff fahren. Das war so cool. Meine Güte, Mods können so motivierend sein. Das ist genial. Leuchte, Fackelbürmchen. Ah, da sind wir schon. Okay. Wir gehen aber daneben vorbei. Also. Ja. Es wird da jemand geköpft. Ich will das nicht sehen. Ah, denn nicht? Ich glaube, er hat gesagt, den kann man auch mitnehmen. Ich will einen Henker mitnehmen auf den Reisen. Komm, wir gehen noch. Wir gehen aber zuerst nach Drachenbrücke. Ja, ja, wir müssen sowieso. Okay, es wird noch kurz vielleicht einen Part gehen, bis wir nach Weißlauf kommen. Und das, Weißlauf. Einsamkeit. Und dann, wir müssen unbedingt nach Weißlauf kommen, so schnell wie möglich. Gehen wir durch Rorikstadt. So. Ich hätte gern ein bisschen mehr Gegner. Ich mag nämlich Gegner. Und ich mag meinen neuen Hund. Süß. Okay, sitz. Oder bleib. Ich möchte, dass du etwas für mich findest, weißt du? Was trägst du? Okay, das geht nicht. Such etwas. Komm, such. Das ist ein Spürhund. Geht das nicht? Okay, Miko ist wahrscheinlich wegen der Story. Also, dass er einfach so ein bisschen questig ist. Nicht möglich, aber andere Hunde, vielleicht können wir das für uns finden. Wo ist jetzt Drachenbrück? Was ist dort ein Kommerz?
Kommt ihr hier rüber überhaupt? Der Hund schon. Kommt. Hallo. Hast du schöne? Okay, ich brauche ihn einfach nicht. Ja, wie lange du brauchst. Wieso werden die immer weggeschleudert? Ich habe irgendwie das Spiel ein bisschen komisch beendet. Es steht nicht in den Mods, das machen einfach die Mods. Das Rectal-System ist mega übertrieben. Aha. Gut, dass du das sagst, Spiel. Ich drücke wahrscheinlich zu schnell, also ich kann es gar nicht lesen. Ich muss mich ein bisschen mehr Zeit nehmen. So. Es ist schon cool, wieder Skyrim zu spielen, aber ich muss mich jetzt auch wieder reinfinden. Das Spiel ist einfach viel zu umfangreich in dem Sache, wie man spielt, also wie, was man so erlebt und so. Man hat nicht einen Flow. Geil, da hat so einen Sprung drauf. Ich möchte aber eigentlich mehr kämpfen. Da unten ist jemand. Was hast du jetzt gerade hier erledigt? Ich komme, also übersichtlich ist das Spiel echt nicht. Hier ist die Grafik auch doch ein bisschen zu detailliert, also das Gelände zu unübersichtlich. Mein Gott, heute habe ich wieder echt nur Negatives erzählen müssen. Also ans Positive gewöhnt man sich natürlich sehr schnell dran. Man sieht einfach immer mehr, je mehr man ein Spiel spielt und erkennt, so wie es genau ist, oder? Ist das ein einzigartiger? Nein, das ist jede Woche, oder? Also es ist von einem Mod. Aber schön. Die sind aber nicht anders. Doch, die sind andersfarbig im Hauptspiel, oder? Ist das die rot? Nee, die sind auch. Was haben die Kaiserlichen eigentlich für Farben meistens gehabt? Grün. Also die Dinger sind, Stummwandel sind ja blau. Ich gebe euch Deckung. Okay, ich weiß es gar nicht mehr so sehr. Ich spiele halt viel zu viele Spiele. Wenn man Skyrim spielt, dann spielt man wahrscheinlich gar kein anderes Spiel. Weil man hat schon dann sehr ins Keim drin. Ja, sie entdeckt es. Okay, das sind die Handschuhe für die Quest dann wieder. Wieso habe ich diese Sachen überhaupt? Die habe ich doch nie angesehen. Jo, dann kannst du noch Stiefel haben, du. Aber die... Vor. Ich bin immer noch da. Stufe anpassen? Wie lange haben wir jetzt gebracht? Bin immer noch jetzt kommen da. Wir mitten in der Nacht schon wieder in die nächste Stadt. Immer in der Nacht oder nach. Was soll ich nehmen? Was hast du für eine Rüstung? Du trägst sie nicht, weil deine Rüstung besser ist. Wo hast du eine Rüstung an? Wieso trägst du keine Rüstung? Hallo? Du hast keine Rüstung an? So nehme ich sie wieder weg. Okay, manche Begleiter sind irgendwie ein bisschen eingeschränkt. Ja, ja von mir aus. Dann trägst du halt keine Rüstung. Wo ist das Lager denn noch? Und wieso habe ich jetzt schon 44 Minuten Part? Wieso beende ich den Part? Weil wir noch nicht in Drachenbrücke waren. Gut, bevor wir nach Drachenbrücke gehen, müssen wir also noch mal kurz Video beenden und das Video anschalten. Und ich muss ja weiter jetzt bringen. Ich habe noch etwas Arbeit. Gut, Dankeschön fürs Zusehen. Hier ist die gewaltige Brücke. Ich gehe mal ein bisschen näher ran und mache da noch ein Thema.
Und ja, euch viel Spaß noch mit anderen Dingen. Genießt das Leben. Tschüssikowski.